Der Kampf des heiligen Georg mit dem Drachen war die Inspiration für die Außenfassade. Balkone in Form von Schädeln. Die erste Etage mit den großen Fenstern soll das Maul sein. Und oben am Dach sind die Schuppen des Drachen angedeutet. Durch den Eingangsbereich bekamen wir erstmal unsere Kopfhörer und gingen dann in den Keller, um Gaudis Gedanken und Träume visuell dargestellt zu bekommen. Der Roman von Jules Verne hat ihn inspiriert bei der Innenausstattung, wo wir nur Formen und Farben aus der Unterwasserwelt finden. Nur einige wenige Ausnahmen, wie hier die Andeutung des Drachenschwanzes, später dann Säulen in Form von Knochen oder der Brustkorb des Drachens, erinnern noch an die Georgslegende. Unser Rundgang ist schwer zu erklären, weil das Haus noch bewohnt ist. Man muss sich in der Mitte ein rundes Treppenhaus vorstellen, was von oben belichtet wird. Von dort hat er Luft- und Lichtschächte entworfen, die direkt in die Wohnungen gehen. Eine unbedingt gewollte gleiche Belichtung hat er dadurch erreicht, dass in dem Flur die unteren Kacheln hell und die oberen dunkel glasiert, allerdings im gleichen Farbton sind. Jeden Türgriff, jedes Fenster, auch die Möbel hat er selbst entworfen. Man findet im ganzen Haus keine scharfen Kanten, keine Ecken. Für mich ist der Mann ein Visionär, ein Jahrhundertarchitekt, ein Naturliebhaber, ja sogar ein Feng Shui-Meister. Für mich ist er ein Genie. Es ging also vom Keller in den ersten Stock, wo wir das Kaminzimmer und den anschließenden großen Salon ansehen durften. Dann auf die Rückseite des Hauses ins große Esszimmer mit anschließender Terrasse. Grandios fand ich auch die Installationen, wo man das originalgetreue Leben der damaligen Zeit nachgestellt hat in dem ein oder anderen Zimmer. Schade, dass die Originalmöbel ausgelagert sind in ein Haus im Parc Güell.
Nicht unbedingt. Also durch den sehr guten Audioguide und die Maskenpflicht hat sich unsere Kommunikation eigentlich nur durch Handzeichen und so weiter ergeben. Gequatscht haben wir gar nicht viel. Eine leckere Margolina. Perpedes, weil wir den Fahrstuhl nicht benutzen durften, wurden wir nun in das Obergeschoss, nämlich in die Gesinderäume geschickt. Nicht ohne vorher noch den Fahrstuhl, den wir nicht benutzen durften, bewundert zu haben. Bitte? Nee. Dieses spezielle Glas um den Fahrstuhl und die Geländeverkleidung, wenn du dort durchblickst, oben mal auf die Leute gucken, dann sieht man alles so, als wenn man von unter Wasser nach oben guckt. Verschwommen. Einfach genial. So, jetzt sind wir unterm Dach in der Gesindeetage und dürfen einen Blick in die Wäschekammer werfen. Später dann auch noch in die Waschküche. Unfassbar, hier roch es sogar wie zu Omas Zeiten nach Kernseife. So, und jetzt geht's aufs Dach, wo uns Musik und Sekt versprochen ist, bevor der Abstieg beginnt. So, durch den Brustkorb des Drachen können wir uns jetzt in einem Raum noch ein paar Modelle ansehen und werden dann auf einem anderen Weg die Treppe heruntergeführt
um uns dann im Keller die Attraktion The Cube anzusehen. Aber auf dem Weg darunter gab es eine ganz tolle Installation von einem japanischen Architekten, Kungo Kuma. Das ist irgendwie, das jetzt ist jetzt alles von diesem Japaner, ne? Ja. Das war wieder eine tolle Erfahrung. Das Haus ist spitze. Meine Verehrung für Gaudi wieder gestiegen. Wir haben viel gesehen, viel gelernt, wurden gut unterhalten.